Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Far-Harbor-Let's Plays. Wie angekündigt, werden wir dieses Mal eine Ausrüstungsfolge machen. Wir tauschen den alten Longfellow gegen Nick Valentine. Wir suchen uns vielleicht eine zweite Waffe, die wir neben der Laser Gatling mitnehmen für ein bisschen Abwechslung. Und ja, reparieren alles und so weiter und so fort. Und schauen, ob wir vielleicht dann am Schluss noch ein bisschen Zeit haben, um noch was zu erkunden. Vielleicht hier zum Beispiel die Holobänder zu beschaffen. Genau, das würde ich sagen, machen wir jetzt sofort. Aber dafür gehen wir in das Commonwealth, nicht den Commonwealth. Das ist auch eine neue Waffe. Glaube ich, oder? Die kam aber schon mit dem vorherigen DLCs ins Spiel. War ich auf jeden Fall nicht so begeistert von der. Vielleicht habe ich die auch einfach nur falsch hochgelevelt oder gegen die falschen Gegner eingesetzt beim Testen. Aber war ich nicht so begeistert. So, Commonwealth. Ah, schön, oder? Wenn man so lange auf der Insel unterwegs ist, vergisst man, wie hübsch das hier eigentlich ist. Also, ich meine, relativ der blaue Himmel halt. Nicht unbedingt die kaputten Brückenpfeiler im Hintergrund, obwohl sogar die haben doch irgendwie was. So, wo ist denn... Da leben, guckt euch das an, da leben 54 Leute laut der Anzeige. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, wenn da Roboter und Kreaturen mit reingezählt werden, wer weiß, aber warum geht das überhaupt? Ich glaube, 10 geht standardmäßig, nochmal 10 gehen wegen meinem Charme wahrscheinlich. Naja, vielleicht ist das alles, vielleicht sind die Regeln nicht mehr so, wie sie früher waren. Vielleicht werden Roboter oder sowas mit angezeigt zählen, aber nicht zu diesem 20 Leute Maximum. Oder Tiere genauso, wer weiß. Die Robobrains. Ich hatte irgendwie bei dem Maschinisten-DLC schon das Gefühl, dass die Roboter-Gehirne einfach Roboter sind im Endeffekt und keine Menschen in Roboteranzügen. Aber ist wohl nicht so. Da kommt die ganze Roboterbande. So, jetzt gehen wir erstmal Longfellow seine Rüstung ausziehen. Die wird dann hier geparkt. Meine stelle ich hier auch mal ab. Einen Fatboy könnte man mitnehmen. Nur so zum Spaß und einfach mal ein bisschen was mit Atombomben in die Luft sprengen. Ich habe das ganze Spiel lang Atombomben gesammelt. Warum nicht jetzt mal benutzen? Müssten schon einige zusammengekommen sein. Was? Da schauen wir dann gleich mal. Okay, reden. Ich muss dich mal was fragen. Neue Befehle, Captain? Ja, Powerrüstung verlassen. Du musst aus deiner Powerrüstung raus. Wird gemacht. Warum bist du nackt? Du weißt, dass du nicht nackt sein musst, wenn du da reingehst. Er hat immer einen ganz schönen Body für so einen alten Kerl. So. Dann parken wir die mal. Ist eh nicht mehr viel dran. Wahrscheinlich trägt er die restlichen Teile mit sich rum. Hoffen wir mal, dass du in dem Ding nicht stecken bleibst. Longfellow? Also, hat er sich aufgelöst? Bist du hier? Manchmal stehen die an den Werkbänken und hämmern so ein bisschen rum. Nee. Da steht einer drüben auf meinem Dach. Ah, da ist er. Hey, Flitzer, bleib mal stehen. Hey. Hier ist mein Zeug. Na gut. Ich weiß nicht genau, warum du nackt bist und was mit deinen Klamotten passiert ist, hab ich die. Nicht wirklich. Ich frage mich, wie lange er die schon nicht mehr hat. Ich gebe ihm mal, was ich so hab. So. Die Brille kann er noch haben. Ups, jetzt habe ich sie wieder genommen.
So, damit er wenigstens was angezogen ist, sonst holt er sich ja einen Tod hier. Okay. Dann wird die mal neu bestückt und repariert. Reparieren und ausrüsten. Genau. Das gefällt mir natürlich nicht, dass da der grüne Torso dran hängt. Den nehmen wir mit. Aber wo habe ich bitte den roten Torso jetzt wieder hingepackt? Ach, der ist auf der Insel, oder? Naja, komm, dann bleibt jetzt der grüne da mal dran. Bevor ich den jetzt mit mir rumschleppe. Moment, der rote Torso ist doch verloren gegangen. Da hat mir jetzt einer geschrieben, dass der irgendwo in der Fabrik, glaube ich, hat er gemeint, habe ich den liegen lassen. Aber ist zum Glück nicht schlimm, weil ich habe ja eben die... genau, den nehme ich, glaube ich, mit. Vielleicht doch mal einen Raketenwerfer. Ich habe die Pläne, um neue zu machen jederzeit. Ist ja nur eine Lackierung, die ich jetzt machen kann. Lucky Fat Man. Ah, es ist schwierig, welche Fatbands. Aber ich habe diesen experimentellen... Wo war er denn? Ich glaube, der Relentless. Ich muss mal einen Transfer machen, dann sieht man es genauer. Okay, das ist ein normaler Fatman. Der Lucky Fatman, was macht der? Doppelten Schaden, kritische Leiste, schneller, okay. Ich glaube, Vergiftungsschaden brauchen wir dann nicht mehr. Unbedingt. Füllt Aktionsleiste bei einem kritischen Treffer wieder auf. So, warum macht der nur so wenig Schaden? Das ist so ein experimenteller, der teilt die auf. Ich habe den schon mal getestet. Der teilt die Nuke auf in lauter kleine und dann regnet Death. Aber die Schadensanzeige ist klein. Gering. Klein, nicht unbedingt. So, welchen nehmen wir denn da jetzt dann mit? Ich würde fast den Lucky mitnehmen. Der Lucky Fat Man. Ach so, Moment, jetzt repariere ich mal schnell meine eigene Power-Rüstung, damit ich das nicht vergesse. Aha. Ich hoffe, wir haben genug Material für alles. Jo, wunderbar. So, Waffen. Da kann ich auch ein bisschen was einlagern wieder. Der Lucky Fat Man kommt jetzt mal hier über die Laser Gatling. So, was haben wir noch? Was könnten wir denn noch mitnehmen? Nochmal kurz in die Werkbank geschaut. Moment, falscher Knopf. Mit ihm zu heißen ist ausgesprochen. Aufschluss. Die können wir zerlegen. Von ihm brauche ich wirklich keine mehr. Okay, für die habe ich keine Munition mehr. Zwei Bolzen momentan. Egal. Der Lucky Fat Man, mit dem kann man, glaube ich, nur... Genau, entweder normaler oder eben dieser Vielfach, der dann weniger Schaden macht. Ich lasse mal einen normalen. Einfach mal ein paar kleine Atombomben in der Gegend verteilen. Ist, glaube ich, ganz cool. So, dann habe ich jetzt noch zwei Artefakt-Nahkampfwaffen. Die verstaue ich in der Nahkampfkiste. Die hier ist. Genau. Aha. Soweit, so gut. Was haben wir hier eigentlich drin? Ah ja, hier sind so ganz spezielle. Was ist denn Big Jim? Ist das nicht auch ein Dings-Launcher? Muss ich mal schauen. Ich glaube auch, dass das ein... Ach so, nee. Genau, das ist einfach nur eine dicke Rohrzange. Okay. Ah. Chunk Chat ist natürlich schon auch cool. Mit dem er einfach Gerümpel verschießt. Alles, was man so an Schrott im Inventar hat.
Ah, genau, stimmt. Da habe ich ja auch noch ein bisschen Munition für den. Auch nicht schlecht. Krognacks Axt ist natürlich auch ziemlich cool. Was habe ich denn hier? Ah ja, Reba. Die hat man mal von so einem alten Kerl bekommen. Der Kopf von einem Assaultron. Shish Kebab. Ist auch ein Klassiker. So. Weiserweifel. Die kriegt man, glaube ich, von seinem Synth-Sohn, wenn man ihm die Komponenten bringt, die er haben will. Und dann hat man ein Lasergewehr mit unendlich viel Munition. Beziehungsweise unendlich, also man muss nie nachladen, will ich damit sagen. Auch nicht schlecht. Sollen wir die mal mitnehmen? Nee, nee, nee. Ich habe schon die Laser Gatling. Zwei Laserwaffen brauchen wir nicht. Ich habe noch einmal ein paar Socken finden, das keine Löcher hat. Ich habe mir hier noch eine private Kiste ans Bett gestellt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich in die private Kiste gelegt habe. Okay, zum Beispiel die Maschinistenausrüstung. Big Boy feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Das ist doch mal eine Artefaktwaffe, die wir jetzt mitnehmen. Okay. Ah, guck, genau, hier sind noch 38 komplett volle Fusionskerne, falls die leeren mal leer werden. Ah, hier habe ich noch eine spezielle Mütze. Hier habe ich vor allem so einzigartige Sachen drin. Aber auch eher so nach Gutdünken einfach. Ah, und das ist diese Kanone. Voll cool. Die schießt wirklich Kanonenkugeln. Ist aber leider nicht mal so besonders gut, finde ich. Aber eigentlich voll cool. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Weil dann rüsten wir jetzt den aus hier oben. Ach, wisst ihr was? Moment mal, das ist ja eh der falsche. Den rüsten wir hier aus. Ist ja Blödsinn, warum zwei auf einem, wenn einer auch geht. Den anderen legen wir wieder in die schwere Waffenkiste zurück. Yay. Das war der hier, genau. Ah, Molotow-Cocktail und Plasma-Granate kommen auch noch weg. Hilfe, ich komme nicht mehr unter der Treppe raus. Oh Mann, geschafft. Puh, ich dachte schon, ich wäre verloren für immer. Sprengstoffkiste. Zeug rein. Gut. Die Railroad Rifle. Die Railroad Rifle Dingsbums. Die kommt jetzt in meine persönliche Kiste. Die nehmen wir jetzt mal nicht mehr mit. Die nehmen wir jetzt mal nicht mehr mit. Die tausche ich jetzt aus. Gegen, ich würde sagen, entweder den Schrottlauncher quasi. Ah ja, stimmt, der Alien Blaster, den habe ich ja auch noch. Hab noch 112 Schuss dafür immerhin. Auch keine schlechte Waffe. Ja, wir nehmen jetzt den mit und geben dafür das Gleisgewehr mal ab. Mal schauen, ob wir an dem noch ein bisschen was rumbasteln können. Moment, was habe ich denn da drin? Zeug. Undefinierbares Zeug habe ich da offensichtlich reingesteckt. Verbrannte Bücher und sowas. Genau, den wollte ich eh auch umbauen. Ich will nämlich keinen Mirf-Werfer. Ich glaube, wir machen den Standard. Oder? Nee, wir lassen den in Mirf-Werfer, weil ich glaube, das ist eigentlich ziemlich irre. Der Schadenswert sieht zwar klein aus, aber ich glaube, das ist eigentlich total infernalisch. Genau, ich glaube, die habe ich schon maximal aufgebessert. Ja. Gut.
Soweit wären wir ausgerüstet. Dann brauchen wir jetzt mal noch Valentine. Der kriegt dann auch noch was. Hallo Hund, wie bist du denn bitte auf das Dach gekommen? Naja. Identität bestätigt. Diese Einheit. So, es kann jetzt wieder dauern, bis Valentine kommt. Ich setze mich gleich mal hier hin und warte eine Stunde. Interessant sein würde, durch das Commonwealth zu reisen. Eine Stunde warten? Dürfte reichen. Wow! Für den Dienst. Alle sind sie da. Wisst ihr, was komisch ist? Ich habe das Institut gesprengt und er ist immer noch mein Begleiter. Er wurde nicht aggressiv. Komisch, oder? Mit dem Schrott hier könnte man wohl durchaus ein paar Kronkorken verdienen. Mit welchem Schrott hier? Sollen wir wieder aufbrechen? Gehen wir. Gehen wir. Gut, gehen wir. Na dann, gehen wir. Genau, Longfellow kann hier warten. Ich bin für alle Kampfsituationen ausgerüstet. Aufgepasst. Was auch passiert. Lass mich mal dein Inventar sehen. Du hast die Minigun. Du hast Munition für die Minigun. Ja, und zwar einiges. Und eine Powerrüstung. Ich bin bereit. Mit Jetpack. Ich würde sagen, du bist ausgerüstet. Du bist bereit. Sehr schön. Die mit mir unterwegs sind, überleben. Dann ziehe ich mir noch meine an. Und dann sind wir im Grunde soweit und können ein bisschen neues Spielzeug ausprobieren. Aber erst wird der noch gefavoritet. Ja, das ist ein echtes Wort, gefavoritet. Das ist ein neues Wort, das kennt ihr deswegen noch nicht. Das habe ich gerade erst erfunden. So. Dann zurück nach Fahaba. Hier. Ich weiß, ich habe es, glaube ich, bis jetzt in jeder zweiten Folge erwähnt, aber ich muss es nochmal sagen. Mich nervt's, dass man erst eine Ladezeit auf sich nehmen muss, um die Karte zu wechseln und dann erst die neue Map angezeigt wird. Warum kann man nicht einfach die Maps switchen und dann gleich den Reiseziel? Aber, wie gesagt, ich beschwere mich ständig. Und bald gibt es hier Mod-Support und das sind so die Kleinigkeiten, die Mods immer gleich als erstes lösen. Mich stört ehrlich gesagt auch von Anfang an, dass sich die ganzen Locations nach einer gewissen Zeit wieder resetten und alles wieder im Ausgangszustand ist. Das gefällt mir nicht. Ich hätte gern einen Commonwealth, der quasi statisch ist. Also wenn ich was ausgeräumt habe, soll das für immer leer bleiben, weil ich würde gern den kompletten Commonwealth, das ganze Inventar in dem Spiel, feinsäuberlich in meine Scheune einsortieren. Und wenn das alles wieder resettet, dann habe ich nicht das Gefühl, fertig zu werden. Versteht ihr, was ich meine? Es ist komisch, aber so tick ich eben. So. Unterschätzt diese Fallensteller bei der Azalea nicht. Hey, Dizzy. Die MS Azalea ist bereit. Ich schicke einen Arbeitstrupp rüber. Und sobald wir einen Teil von diesem Schiff haben, wird der Rumpf einen tollen Anblick bieten. Gut, das hätten wir. Brauchst du sonst noch was, wenn ich schon hier bin? Seefahrerin? Du hast die ganzen Fallensteller mit links erledigt. Ha! Du hast die ganzen Fallensteller mit links erledigt. Ha! Na gut, sonst braucht die nix. Frische Lieferung. Alles für die Gesundheit und den Magen. Aber irgendwas war hier noch. Ah ja, genau, in der Kneipe. Wir haben doch den Onkel von dem Kerl überredet, dass er hierher kommt. Der wird sich freuen. Und jetzt kann ich ja wieder reden mit Leuten, Gott sei Dank. Das war mal ein nerviger Bug, oder? Also, auch ich fand den auch irgendwie lustig, aber ich hatte Angst, dass ich nie wieder mit Leuten reden kann. Mein Junge! Sie hat es geschafft. Was? Mich aus meinem Zuhause verjagt? Wir sollten sie in den Hafen werfen. Du bist wirklich nicht dankbar? Du siehst deinen Jungen wieder. Schon gut, die Familie mal wiederzusehen. Er schreibt nie und kommt nie zu Besuch. Da. Ich. Mitch fehlen die Worte. Ruhe.
Ich schulde dir was. Okay. Das hätten wir auch. Aber es gibt noch was. Dann bestell bei Mitch oder mir. Ich glaube, mir hat es noch was... Ah, oder? Mir hat es nämlich, bevor ich da reingegangen bin, quasi dahinter noch ein Missionsziel angezeigt. Könnte aber sein, dass das quasi die andere Tür war, die es mir auch angezeigt hat. Möglich. Vielleicht habe ich aber auch die Quest für die Kinder hier schon gemacht. Genau. Ich habe das Sägewerk für euch gesäubert. Wir müssen zum Captain. Hier, die Bezahlung. Mir egal, ob du sie willst. Die Leute verlassen weiter die Insel. Aber jetzt, wo es Land für sie gibt, werden sie zurückkommen. Meine Freunde haben schon alle informiert. Wir werden zurückkehren. Du wirst schon sehen. Was für ein Modell ist deine Powerrüstung? Nett? Die Person ist beschäftigt. Okay, aber ich werde sie trotzdem mal verfolgen. Eher sterbe ich, als dass ich aufhöre, mir mein Land zurückzuholen. Waffen, Munition und Souvenirs. Nur solange der Vorrat reicht. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Ja, und jetzt? Bertha? Entschuldigung, Ma'am? Wir haben keine Zeit für dich, Kleine. Der Festlandbewohner hat die Sägemühle am Echo Lake gesäubert. Muss ich irgendwas machen? Oder soll ich weiter weggehen, damit ihr reden könnt? Ich glaube, hier sollte eigentlich ein Dialog ausgelöst werden. Ah, ich kann reagieren. Okay. Du bist vielleicht still. Die Sägemühle ist sicher. Vorerst zumindest. Wir müssen also schnell handeln. Wir müssen von den Docks runter, Captain. Wenn du uns ein paar der Arcadia-Nebelkondensatoren gibst, können meine Freunde die Sägemühle besiedeln. Zum Überleben gehört mehr als den Nebel zu bändigen. Wir müssen zusammenbleiben, Bertha. Aber hier ist es nicht gut. Haberbewohner brauchen eigenes Land zum Beschützen und Besitzen. Ich habe mich in dir getäuscht. Was? Nicht du. Du. Bertha kennt diese Insel besser als du, Avery. Wenn wir den Leuten ein paar Kondensatoren, Material und eine Chance geben, eine Verteidigung zu errichten, dann überleben wir. Dann wird es uns sogar gut gehen. Ich kann auch mithelfen. Wirklich? Dann steigen ihre Chancen sogar. Gib ihnen die Nebelkondensatoren, Avery. Nun, ich halte dich nicht auf. Aber bis die Sache mit den Kindern des Atoms geklärt ist, ist es riskant, die Insel wieder zu besiedeln. Komm, Bertha. Du solltest mal in Echo Lake vorbeischauen. Berthas Freunde würden sich zweifelsohne freuen. Und nimm das hier. Du überraschst mich immer wieder. Was hat er mir jetzt gegeben? Kronkorken oder so wahrscheinlich. Ja, genau. Keep out. Wenn du nicht bewaffnet bist, überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffen. Wenn ich niedergeschlagen bin, muntert mich ein kleiner Handel wieder auf. Ich glaube, das reicht als Waffe, oder? So, okay, wir sind eh schon wieder soweit. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Ah, jetzt hat die Seefahrerin doch wieder was für mich. Und beim nächsten Mal... machen wir hier weiter und reden mit den Leuten und helfen weiter. Es gibt anscheinend doch noch ein paar Sidequests hier. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.